So, jetzt komme ich aber auch erstmal auf den Wechsel auf B-Moll, welche Möglichkeiten man da so hat. Gehen wir auf die große Kamera hier. Zum Beispiel wäre eine Möglichkeit, von D zu gehen auf B-Moll, weil dieser Wechsel kommt auch ziemlich oft vor. Ein anderer Wechsel, der auch oft vorkommt, ist von G auf B-Moll. Und die Frage ist, wie schafft man das, dass man relativ gleichzeitig die Hände aufsetzt? Bei vielen sieht es vielleicht am Anfang so, dass es erst der Zeigefinger drauf kommt, dann gehen die anderen Finger so nach und nach drauf. Erstmal, das Allerwichtigste ist, wenn ihr Barré übt, dass die Finger hier an dem letzten Fingergelenk nach außen gebogen sind. Und das sollte auf jeden Fall sein, sonst berührt ihr eventuell eine Seite darunter, dann ist der Ton von der darunterliegenden Seite weg. So, der Finger sollte relativ gerade sein hier und vor dem Bundstäbchen, nicht irgendwie da hinten, weil da müsst ihr noch mehr Druck machen. So. Die eine Übung wäre zum Beispiel, dass man einen Rhythmus spielt. 1, 2 und, also ich nenne den Allround-Schlag 1. Ein nach unten und dann nochmal runter und wieder hoch. Hört sich dann so an. 1, 2 und 3, 4 und 1, 2 und 3, 4 und... Wenn ihr so üben würdet, wie ich jetzt gerade gespielt habe, das heißt, ich habe den Griff die ganze Zeit gedrückt, dann fällt euch ganz schnell die Hand ab. Das macht überhaupt keinen Spaß. Ihr müsst in eine Übungssituation kommen, wo ihr nicht drücken müsst, wo ihr keine Anstrengung habt, wo nichts verkrampft. Und das funktioniert am besten so, ihr macht die Hand nochmal locker, schlackert die so aus, lasst sie einfach baumeln, also nicht übertrieben schlackern, einfach locker lassen, dass das Blut wieder reingeht. Dann geht ihr auf die Position, ein Finger gerade, die anderen auf B-Moll quasi, kann man so gut erkennen. Und was ich jetzt mache, ich habe keinen Klang, weil ich nicht drücke, sondern die Finger liegen nur auf der Position. Und dann könnt ihr wunderbar stundenlang üben. Ihr könnt zum Beispiel einfach einen Rhythmus spielen. Die Hand verschieben ohne Druck. Könnt ihr mal ausprobieren, ob das geht oder ob die Finger da schon irgendwie sich woanders hin begeben, wenn ihr diese Übung macht. Ihr müsst ja auch nicht so weit gehen. Ihr könnt ja erstmal nur mal zwei Bünde machen. Irgendwas machen. Hauptsache, dass man diese Position behält. Nächster Schritt wäre zum Beispiel, dass man dann in einem Rhythmus, wo man bis 4 auszählt, den Rhythmus, zum Beispiel 1, 2 und 3, 4 und, dass man immer bei der 1 einmal drauf drückt. Und 1, 2 und 3, 4 und 1, also dann nochmal 1, 2 und 3, 4 und 1, 2 und 3, 4 und dann ein weiter geht. 2 und 3, 4 und 1, 2 und 3, 4 und 1, 2 und 3. So, nächste Möglichkeit wäre aber auch, dass man zum Beispiel auch eine Trockenübung macht. Trocken in dem, nenne ich das jetzt einfach so, ich erzeuge keinen Klang mit der rechten Hand. Das ist jetzt eine reine Übung für die linke Hand. Zwischendurch auch immer wieder schön locker ausschlackern, von neu draufgreifen. Und dann könnt ihr einfach mal eine Übung machen. Ihr guckt aber immer auf den Griff drauf und geht mit den Fingern rauf und runter. Und wenn die Finger sofort woanders hingehen, dann macht ihr das nur so, dass ihr Druck und weniger Druck macht. Also eigentlich gar keinen Druck. Nur liegen lassen und Druck. Und dadurch, durch diese kleine Anspannung der Muskulatur, lernt die Hand und die Finger lernen, wo sie drauf liegen sollen. Und danach geht ihr wieder rauf und runter, wenn es schon geht. Und das verbindet ihr dann auch mit der Schlagübung. 1, 2 und 3, 4 und 1, 2 und 3, 4 und 1, 2 und 3, 4 und 1. Egal welche Rhythmik
ihr auswählt, so wie ihr das könnt. Ja? Wenn die Finger noch woanders hingehen, dann bleibt ihr noch liegen und dann macht ihr vielleicht lieber so rauf und runter. Aber ihr guckt immer auf die Finger drauf, um auch zu berichtigen. Ja? Wenn das verschoben ist, sofort berichtigen. Die Gitarre ist in dem Sinne fast senkrecht hier gesehen, von oben, aber nicht ganz, ganz leicht. Und ich gehe mit dem Kopf hier oben, das könnt ihr jetzt nicht sehen, gucke ich so, dass ich hier reingucken kann, wo die Finger liegen. So, und danach, wenn ihr das so ein bisschen drauf habt, mit dem Griffe verschieben, dann könnt ihr zum Beispiel mal ausprobieren, wie das ist. 4 Schläge auf D. 1, 2 und 3, 4 und D-Moll. Und 1, 2 und 3, 4 und D-Moll. Bei so einem Griffwechsel ist es immer wichtig, dass ihr versucht, sauber zu spielen. Das heißt, ich mache jetzt mal vor, den ersten Griff auf D und zwar in Zeitlupe. 1, 2 und 3, 4 und. Und dieser letzte Umschlag, da ist der D-Griff noch gegriffen. Erst in diesem Zwischenraum, zwischen dem Umschlag und dem nächsten Abschlag, da passiert der Wechsel. Und wenn das zu kurz ist, dann dürft ihr von mir aus, wenn ihr jetzt so gespielt habt wie gerade, relativ langsam, dann dürft ihr später drauf kommen. Ihr dürft aber nicht vorher abheben, weil das wäre eine Angewohnheit, die ihr quasi antrainiert. Wenn ihr später drauf kommt, dann wird dieses später drauf kommen immer schneller gehen. Das heißt, ihr werdet nachher nicht mehr später drauf kommen, sondern rechtzeitig. Wenn ihr vorher aber weggeht, weil ihr meint, ihr braucht noch die Zeit von diesem Halten, dann habt ihr ein Problem. Ja, also immer 1, 2 und 3, 4 und 1, 2 und 3, 4 und 1. Auch beim B-Moll, wenn man weggeht, und noch mitnehmen und dann wieder beim D drauf. Und wenn das Ganze einfach nicht funktioniert, dann müsst ihr noch langsamer spielen. Ich mache das langsam jetzt mal vor, aber ich zähle dafür nur bis 2. Das reicht dann auch. Das wäre sozusagen der Unterschied zwischen Zeitlupe und Superzeitlupe. Vielleicht brauchen manche auch die Super-Super-Zeitlupe. Das müsst ihr selber entscheiden. Ich mache es jetzt mal richtig langsam. 1, 2 und 1, 2 und. Ja, in dem Stil. Da merkt ihr, wenn ihr das in irgendeinem Tempo langsam, aber gleichmäßig schafft, dann habt ihr eigentlich schon gewonnen. Weil dann könnt ihr auch von mir aus das mit dem Taktel machen, weil es nicht so einfach ist, so langsam überhaupt gleichmäßig zu zählen. Und dann werdet ihr ganz langsam immer etwas schneller. Ja, das funktioniert eigentlich gut. So bei G könnt ihr das genauso gut machen. G und B-Moll. 1, 2 und... B-Moll. Ihr könnt jeden anderen Griff auch nehmen, das ist völlig egal. Sollte man vielleicht auch schon machen, damit es Abwechslung gibt. Auf C vielleicht. Und das natürlich am Anfang hilfreich ist, wenn ihr vom B-Moll auf einen Barré-Griff in die E-Form wandert, zum Beispiel auf E-Dur oder auf E-Moll, dann ist der Mittelfinger noch in der Luft, dann wäre das so ein Wechsel. 1, 2 und 3, 4 und 1, 2 und 3, 4. Ich hebe jetzt auch immer rauf und runter die Finger, damit ich mir nicht die Hand überhaupt anstrengen muss. Das bleibt alles wunderbar locker. Ihr merkt das ja, wenn ich das mache, hier raufgehe, dann habe ich immer einen Dämpfeffekt, wenn ich nicht drücke. Und das ist dann in dem Sinn auch beabsichtigt. 1, 2 und 1, 2 und 1, 2 und 1, 2. Bei 2 und habe ich abgehoben, da habe ich nur ein Schrappeln und bei der 1 habe ich dann den Klang. 1, 2 und 1, 2 und 1.